wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Gernper und ich begrüße euch herzlich willkommen zur Let's Play LFS Folge 11. Ich wollte schon 10 sagen. 11 natürlich. Mit mir im Gameplay. Ich habe heute mir sogar wirklich Themen vorgenommen. Meistens bin ich ja völlig verplant, aber heute habe ich mir wirklich Themen vorgenommen. Ja, ihr werdet es zwar nicht glauben, aber es ist so. Es ist so. Und zwar wollte ich euch einmal dieses Fahrzeug hier zeigen. Ihr seht jetzt auch gerade die Maus, die werde ich leider nicht entfernen können nachher. Also ihr seht hier auf jeden Fall mal die Maus und ich habe hier mein eigenes Setup. Wie ihr seht, das Auto wackelt schon ein bisschen. Das heißt so viel wie, dass ich mein eigenes Auto definiert habe. Man kann bei diesem Spiel auch diese Autos jeweils definieren. Hiermit auch hier kann man Mann einstellen oder so. Also alles möglich. In dem Fall sieht man das jetzt gerade irgendwie nicht. Man kann das Auto auch ein bisschen drehen. Da seht ihr gerade mal das Auto. Man kann hier zum Beispiel, wie viel man mit dem Benzin startet, wie viel die Auftanken in der Boxen, in der Boxenstopp-Runde, Boomstar. Ja, und kann hier zum Beispiel auch die Markierung machen. Davon sieht man jetzt vielleicht nichts. Vielleicht hier. Ja, genau, das lädt hier jetzt gerade ein bisschen. Ja, da kann man auch das Fahrzeug dann jeweils umlackieren. Die Bremsen, die kann man auch ein bisschen höher machen, also ein bisschen stärker machen. Oder halt etwas weniger. Da kann man noch die Aufhängung, das ist jetzt das Entscheidende, was bei diesem Setup, was ich selbst gemacht habe. Ist jetzt das Entscheidende, das ist nämlich so ein Auto, was dann so wackelt und das sieht eigentlich ganz lustig aus. Da wollte ich euch das auch mal vorstellen. Dann haben wir hier die Lenkung auch noch, da kann man wie empfindlich die Lenkung ist. Und ja, dann hier noch das Getriebe. Da habe ich jetzt noch nichts richtig geguckt, wie das geht in etwa. Also wie man das da umstellen kann und was es bringt und ja. Hier noch ein bisschen Reifendruck und alles mögliche. Und hier halt noch ein bisschen die Optik. Also man sieht schon hier jeweils am Anfang, wenn man das Auto nämlich startet, also wenn man theoretisch aus der Box rauskommt, dass das hier jeweils schon etwas wackelt. Das ist schon wirklich so gewollt, also das ist da mein Setup dann jeweils halt. Und dann starten wir jetzt einfach. Also wir gehen wie gesagt wie immer eigentlich in den ersten Gang. So, also wir hatten ja in den letzten Folgen wunderschöne FPS, aber heute läuft dann wohlgemerkt nicht so. Das geht jetzt, wird schon wieder besser. Weißt du was, ich pack da noch meine Soundkarte etwas rum. Ja, und ansonsten wollte ich heute auch noch ein Feedback geben zu der Logitech G502. Das ist meine neue Maus, die hat 70 Euro gekostet, falls das jemand mal wissen will. Könnt ihr einfach googeln, beziehungsweise ich werde euch mal vielleicht einen Link in die Beschreibung stellen. Wahrscheinlich ganz oben und das ist gerade so mega laut, ich muss mal kurz bei mir in den Kopfhörer leise stellen. Das sind nämlich Creative Kopfhörer, da habe ich so einen wunderschönen Schalter, wo man es dann umstellen kann. Naja, aber die Maus hat 70 Euro gekostet und das hatte mal von einem Jahr oder so einer der besten DPI, also die hat eine DPI von 12.000 glaube ich, was wirklich viel ist. Ich weiß nicht, ob man damit jetzt auch eventuell die Lenkung beeinflusst. Ja, okay, man kann die Lenkung auf jeden Fall damit beeinflussen. Ich lasse die DPI auf einer Stufe, also das ist dann, keine Ahnung, das ist dann auf jeden Fall am besten. Und ich weiß nicht, warum das Spiel heute so laggt. Naja, dann verlassen wir. Auf jeden Fall kann man auch wenn wir hier die DPU umstellen, etwas mehr. Man merkt es auf jeden Fall, dass es anders ist. Ja. Und im nächsten Video werde ich euch dann wahrscheinlich die Logitech G710 Plus vorstellen. Das ist meine neue Tastatur. Also ich habe mir eine neue Tastatur und Maus jeweils zugelegt. Die Logitech G710 Plus ist eine recht neue Tastatur, glaube ich. Also ich glaube,
Sie hat eine Beleuchtung, also sie ist voll beleuchtet, alle Tasten. Und die kann man, also die wichtigsten Tasten WASD und die Pfeiltasten, die kann man separat auch noch steuern. Den Rest kann man dann halt einfach per hier einmal Klick, ihr seht es jetzt nicht, kann es dann einfach hier jeweils umstellen. Ja, die Taste hat an der Tastatur hat es hier die 6 G-Tasten. Also man kennt von Logitech vielleicht die G-Tasten. Man kann darauf, also das sind 3 Makros und 6 G-Tasten, das heißt 3 mal 6 sind gleich 18 G-Tasten und ja, dann kann man hier halt jeweils die 18 Tasten belegen. Von Logitech gibt es die Gaming-Software, wo man das alles konfigurieren kann, weil, also zum Beispiel jetzt die G-Tasten oder so. Das kann man alles damit konfigurieren. Falls ihr ein Video dazu sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich jetzt in die Kommentare schreiben. Ja, das war jetzt wieder viel geredet, ne? Ich glaube, es kommt auch auf den Server an, wie es mit den FPS aussieht, ne? Naja. Dann hat die Logitech G710 Plus. Warum sage ich das jetzt eigentlich? Ich wollte es im nächsten. Ich stelle die Logitech G710 Plus auf jeden Fall im nächsten Video vor. Heute die Maus, also die hat wie gesagt ein DPI von 12.000. Und sie liegt auch sehr gut in der Hand. Sie hat so eine Ablage für den linken, also für den Daumen. Leider ist es dann nur eine Rechtshänder-Tastatur. Maus, ich bin jetzt allerdings auch Rechtshänder, deshalb ist es jetzt für mich persönlich nicht so schlimm, aber für die Linkshänder, naja. Ja. Um genau zu sein, heißt die Logitech G502, Logitech G502 Protoss Core, beziehungsweise Logitech Protoss Core G502, 502. Ja. Bei dem Wareninhalt war einfach, also ich habe das bei Mediamarkt gekauft und da war jetzt einfach die wunderschöne Schacht. Ach ja, das habe ich gemeint mit dem Setup. Da war jetzt so eine wunderschöne Logitech-Schachtel dabei. Ich finde, die ist einfach schön auch. Die stehen nämlich neben mir. Also ich habe die jetzt in mein Zimmer gestellt, wo ich meine wichtigen Sachen oder so reinstelle. Ne? Ja, ich finde die Schachtel. Ja, Schachtel ist echt schön. Ja. Dann wurde halt noch natürlich eine Nutzungsbedingung und eine Anleitung mit hingeliefert. Ja. Und dann noch Gewichte. Gewichte sind einfach, da jeder. Ja, der schreibt mir, hey. Weil jeder hat so ein bisschen anderes Gefühl. Und warum leckt das hier so? Naja. Also jeder hat so ein bisschen anderes Gefühl, was die Maus angeht. Also ich habe jetzt vorne und hinten, also mein. Ich kann jetzt schlecht irgendwie sagen, also ich bin nicht so gut im Beschreiben, naja. Auf jeden Fall kann man da Gewichte reinlegen. Ja, und jeder hat das dann immer gerne anders. Bei mir ist jetzt eigentlich einfach, weil ohne Gewicht wäre sie mir meiner Meinung nach zu leicht. Und ich habe jetzt zwei Gewichte eingebaut und ja. Die zwei Gewichte sind meiner Meinung nach ganz gut auch. Finde, das liegt dann auch schöner in die Hand. Ja, dann gibt es wie gesagt die hat eine Maus. Die Maus hat eine DPI von 12.000 und es kann man hier auf 3 verschiedenen Stufen schon an der Maus, also an der Maus sind 2 Tasten, kann man die DPI einstellen und man kann also die untere Taste in dem Fall ist jetzt die Taste, wo man die DPI runterstellt. Eine Stufe, ich weiß nicht, wie viel eine Stufe ist, leider, aber man kann sie dann eine Stufe auf jeden Fall runterstellen. Und ansonsten kann man mit der oberen Taste natürlich dann eine Stufe hochstellen. Ja. Dann hat sie, glaube ich, 1, 2, 3, 4 verschiedene G-Tasten. Ich glaube 4, ich weiß nicht, ich habe noch nicht die Maus ganz so. Lol, wo kam der her? Okay, auf jeden Fall hat die Maus 4 G-Tasten, glaube ich, auf jeden Fall. Wir gehen mal in die Box, ne? Er hat die 4 G-Tasten und kann man hier auch in der Logitech Gaming Software jeweils programmieren.
Und es tut mir natürlich heute leid, wenn ich hier, wenn es etwas laggt, aber ich denke mal. What the fuck? Yo! Alter! Was ist mit dem los? Ich denke mal, der hat, ne? Ja, genau. Also wir sind hier einen Hacker live. Okay, da klingelt gerade mein. Ich glaube, der Motor ist kaputt und er geht, glaube. Okay, der Motor ist auf jeden Fall kaputt und ich glaube nicht mehr, dass er angeht. Ich bleibe jetzt mal kurz in der Box. Ich denke mal, ist es für viele einfach interessanter, auch wenn man hier, wenn ich jetzt hier das hier jetzt vorstelle. Vier G-Tasten, ich kann mal programmieren. Das Scrollrad ist meistens eigentlich immer ein gewöhnliches, nur bei dieser Maus kann man einstellen, ob das einfach durchrollt oder ob das auch so eine Widerstand hat. Also, dass das halt. Keine Ahnung. Also, man kann mit einem Tastendruck hier einstellen, ob die halt nicht anhält, theoretisch. Also, das Scrollrad. Und man kann mit dem Umschalten der Taste dann einfach einstellen, dass die Maus hier nicht halt durchscrollt, sondern einfach auch hier Widerstand und hat und anhält. Ja. Wenn ihr euch mal ein genaueres Tutorial anschauen wollt, könnt ihr einfach auf YouTube mal suchen. Beziehungsweise werde ich jetzt, ich habe ja vorhin gemeint, ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, ob ich eins machen soll. Wobei ich bin da meistens dann nicht so der Mensch. Hey. Wow. Also die Maus hat auf jeden Fall einen coolen Laser. Es gibt nämlich keinen Laser. Meistens sind ja die Laser rot, aber nein, diese hat keinen richtigen Laser irgendwie. Fällt mir gerade nur so auf, weil ich auf die Maus gucke. Wir können ja einfach hier kurz vielleicht in einen Spectator Mode gehen oder so. Ja. Und die hat auf der Maus, die Maus hat eine wunderschöne LED, also so eine, da steht ein G und es ist halt blau beleuchtet. Ich finde das, ich persönlich finde das echt schön. Ja. Ihr seht jetzt hier noch. Okay, ich frag mich gerade, warum diese Taste hier gerade bei mir nicht funktioniert. Normalerweise war das immer Tab. Oh. Okay, das ist der einzige Wagen, wo man auf der Strecke. Naja. Der hat auf jeden Fall seinen Spaß. Ja, das war eigentlich schon die Tastatur. Die hat an der linken, rechten Seite hat die noch so Griffe. Ja. Design ist die sehr schön, finde ich. Die rechte Maustaste ist etwas länger als die linke. Die Begründung dafür ist, dass der rechte, also der Mittelfinger theoretisch, man legt ja eigentlich den Mittelfinger auf die rechte Taste. Mausklicker da. Und die Finger daneben, also nicht. Da ist der Finger, der Zeigefinger, legt man ja auf die linke Mausklicker. Mir fällt es gerade nicht ein. So. Ja. Und da meistens der Mittelfinger etwas länger ist als der Zeigefinger, ist auch hier auf der Tastatur einfach der Klicker. Ich wundere, wenn ich das Klicker sage, etwas länger ausgefallen als der linke. Ja, hier hat ganz typisch eigentlich für Logitech so ein blaues, schwarzes Design. Sie hat jetzt eine graue Stelle, wo es anzeigt, wie viel die DPI-Stufen. Anzeige leuchtet nicht durchgehen, also man kann, wenn man die umstellt, dann leuchtet die so in etwa 10 Sekunden. Ich kann das ja mal kurz zählen. Moment. 1, 2, 3, 4. Also in etwa 3 Sekunden leuchtet dann hier die DPI-Anzeige und ja. Das war's eigentlich von der Maus. Sie hat noch ein sehr schönes Kabel. Das ist noch sowas. Ansonsten könnt ihr auch einfach auf YouTube ein etwas genaueres Video anschauen. Und vielleicht könnt ihr auch einfach
euch die auch mal besorgen. Und dann seht ihr es ja auch in echt. Also sie sieht so ziemlich echt aus. Also wie sie im Internet aussieht, sieht sie auch in echt aus. Ja. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bleibt wer seid und ciao. Okay, diese war jetzt verkackt, also hier die Verabschiedung. Ja, in dem nächsten Video werde ich auf jeden Fall die Tastatur Logitech G710 Plus vorstellen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bleibt wie seid und ciao. So, jetzt sind wir schon im Endscreen angelangt. Ich gebe euch jetzt einfach ein paar Informationen über Links und so. Ja, fangen wir bei TeamSpeak an. GameLudus.me, also .me. Twitter ist @GamePLP. Instagram habe ich nicht. Skype könnt ihr mich unter GamePLP finden. Ludus.YouTube.com/LudusMC. PerfectCraft, müsst ihr einfach googeln, der hat noch keine URL. EcoDesign www.youtube.com/TheEcoDesign. Ich GamePLP und mein Real Life Kanal. YouTube.com/GamePayRL für Real Life. Also GamePayRL, nicht GamePay für Real Life. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten bedanke ich mich noch vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und ciao.